Herzlich willkommen zurück bei Let's Play GTA 3. Wir haben immer noch ein bisschen was für Raid zu erledigen. Was ist nur mit dieser Stadt falsch? Gott verdammt. Was zur Hölle geht mit dieser Stadt falsch? Ich weiß es nicht. Das ist unfassbar. Okay, was wollte ich sagen? Genau, wir haben noch was für Raid zu erledigen. Bevor ich aber loslege, noch ein paar kleine Worte. Falls ich gleich total abkacken sollte und total schlecht sein sollte, liegt das daran, dass ich seit, ich glaube, einem Vierteljahr nicht mehr GTA 3 gespielt habe. Also alles, was ich jetzt noch an Folgen hatte, war noch aus dem letzten Jahr vor meiner größeren Pause. Dementsprechend könnten meine Skills ein wenig eingerostet sein. Aber ich würde sagen, wir lassen es einfach mal auf einen Versuch ankommen. Und legen einfach mal mit Ray los. Und wenn wir da fertig sind, schauen wir dann mal, was das ominöse D da hinten ist. Also, hier geht's los. Der gepanzerte Zeuge. You useless bat! You totally messed up! My ass is on the line! And you can't even kill a goddamn fly! I paid you good money to kill that witness! And he ain't dead! And today he's gonna make a federal deposition! He's being moved any second now from the Carson General Hospital up in Rockford! If he squeals, I squeal! Ja, und was genau willst du singen über uns? Also, ich meine, willst du den Leuten erzählen, dass du einen stummen Söldner angestellt hast, um deine Drecksarbeit zu erledigen? Das würde mich total in Bedrängnis bringen. Ich meine, du kannst natürlich einen Steckbrief anfertigen lassen von mir, aber ich glaube, meine Fresse sollte der Polizei bereits bekannt sein. Good luck! Ja, aber wir sind natürlich ein Ehrenmann, wir bringen die Jobs zu Ende, die wir zugesagt haben, zu Ende zu bringen. Und schauen mal, wow, wie das so läuft. Man hat mich bemerkt, tatsächlich, ja. Nach dem Frontalunfall gerade, dem Aufprall da. Frontalaufprall, Gott verdammt, ihr wisst schon, was ich meine. Frontalzusammenstoß, was auch immer. Wow. Ja, das ging nicht gut für den aus. So, dann schauen wir doch mal. Ein bisschen brauchen wir schon noch. Komm schon. Na. Ja, das sieht ganz gut aus. Nochmal ein bisschen. Gib Gummi. Jetzt. Er ist abgehauen. Zerstöre seine Panzerung mit einem Auto oder einer Explosion. Was? Was hat er für eine Panzerung? Ich weiß auch nicht, ob man von abgehauen sprechen kann. Er liegt regungslos auf dem Boden. Okay. Job erledigt. $10.000 für uns. Das war gechillt, würde ich sagen. Das lief ziemlich gut. Eine etwas bizarre Mission, aber kann ich mit leben, ist vollkommen in Ordnung. Damit haben wir Ray soweit abgearbeitet. Da habe ich jetzt kein Problem mit, ich war jetzt kein so großer Fan von ihm. Aber wir können uns damit auf zum ominösen D machen und mal schauen, wer da jetzt verfügbar ist als Missionsgeber für uns, als Auftraggeber. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung gerade. Hatten wir schon irgendeinen Hinweis? Ich kann mich nicht mehr erinnern, ehrlich gesagt. Ist aber halt auch schon ein bisschen her bei mir. Das ist aber Yakuza-Ecke, oder? Wir schauen mal. Kenji und Asuka fangen beide nicht mit D an, von daher werden es die nicht sein. Aber ich denke, wir werden es gleich herausfinden. Die Befreiungsaktion. First of all, let me thank you for dealing with that personal matter. People will read something into anything these days. Experience has taught me that a man like you can be very loyal for the right price, but groups of men get greedy. A valued resource, an old Oriental gentleman I know, has been kept hostage by some South Americans in Espatria. They're trying to extort additional funds from me, but I don't believe in renegotiation. A deal is a deal, so they'll not see a penny from me. Go and rescue my friend. Do whatever it takes. Klar, warum nicht? Mit einem Wagen der Kolumbianer kommst du in ihren Unterschlupf rein. Im Norden, im Fort Staunton, findest du einen. Na, super. Das klingt ja vorzüglich. Also sollen wir jetzt in das Gebiet, in dem ständig auf uns geschossen wird mit Maschinengewehren, um einen Wagen von den Leuten zu klauen, die immer auf uns schießen mit Maschinengewehren, um dann in das Hauptquartier von den Leuten zu fahren, die immer auf uns schießen mit Maschinengewehren. Nichts dagegen. Was sollte dagegen sprechen? So, schauen wir doch mal.
Ich kann mich trotzdem nicht erinnern, wer der Kerl jetzt ist. Er meinte ja, dass wir irgendwas für ihn geregelt haben, aber ich weiß es nicht mehr. Seine Fresse ist jetzt auch nicht so markant, also doch, er hat schon ein relativ markantes Gesicht gehabt, aber jetzt nicht so, dass ich sagen könnte, ach, der ist das. Irgendein Geschäftsmann eben. Hätte ich mich vielleicht mal informieren sollen vorher. Nein, keine Ahnung. So, mal schauen. Irgendwo wird sich doch so ein Patriot, nein, Quatsch, Patriot sage ich schon, so ein Kartellwagen auftreiben lassen. Doch, sind ja Patriots eigentlich, ne? Halt ein bisschen umgebaute. Irgendwo hier im Norden. Müssen wir halt mal ein bisschen Geduld zeigen wieder. Das ist ja nicht das erste Mal, dass wir so was machen müssen. Normalerweise fahren die doch hier rum wie Sand am Meer. Hallo, schießt doch nicht auf mich. Ich hasse diese Gegend, ganz ehrlich. Vor allen Dingen, wann habe ich den Typen denn mal was getan? Okay, ich meine, gut, Catalina ist auf deren Seite. Das heißt, jemand mit einem strengen Wunsch nach meinem Tod zieht die Strippen bei denen mit. Aber deswegen muss man mich doch nicht gleich erschießen. So, jetzt lasst mich in Ruhe. Ich muss einen asiatischen Gentleman retten. Oh, sieh mal an, wir sind direkt vor dem Stützpunkt. Vor dem Schlüpfpunkt, ja. Ich meine natürlich vor dem Schlupfwinkel oder wie auch immer. Guten Tag dir. Der alte Asiater muss in einer der Garagen sein. So, überfahren wir erstmal ein paar Leute. Schauen wir, wie weit wir damit kommen. Das sieht so dann erstmal ganz vielversprechend aus. So. Und dann sammeln wir mal ein bisschen Muni, soweit das geht. Ist noch jemand übrig, der auf uns schießen könnte? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sollte ich mich beeilen. Ja, genau. So viel wie möglich noch an Muni einsammeln. Es stand irgendwas da, aber ich habe es irgendwie gerade ein bisschen verpasst. Muss ich hier irgendwas machen? Hallo? Also hier ist die Markierung, aber... Vielleicht hätte ich mal lesen sollen, was da stand. Ich habe irgendwie bloß... das verpasst, weil ich mich darum kümmern musste, hier die Gegner auszuschalten. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es hier ja auch einen... Hallo! Einen Eingang, der uns dann genau diese Stelle führt, unterirdisch. Könnte auch sein. Nein, das ist bloß eine Textur. Und da haben wir den Gentleman. Guten Tag. Darf ich Sie zu einem kleinen Ausflug bewegen? Monsieur? Vielleicht muss ich ihn auch erst fast umfahren? Ich weiß es nicht. Vielleicht hat er auch keine Lust zu gehen. Ah, bring den alten Asiaten zu Love. Bitte steigen Sie ein. Wo ist mein Ton hin? Ah, da ist er wieder. Das war merkwürdig. Okay, machen wir uns vom Acker. Und ich würde sagen, das lief doch relativ gut. Also, das war ganz in Ordnung. Das hätte durchaus schlimmer werden können. Lag aber auch daran, dass die Kolumbianer sich doch in den Feuergefechten ein bisschen Zeit gelassen haben. Ich meine, sie hatten ihre Sturmgewehre und hätten mich total unter Beschuss nehmen können. Aber sie wollten es gechillt angehen. Naja, hat mir die Zeit gegeben, mit meinem Wagen über alle drüber zu rollen. Nichts dagegen. Also bringen wir den guten Asiaten wieder hier um die Ecke und schauen mal, inwiefern uns Mr. Love weiterhelfen kann. Ich denke mal, so als Geschäftsmann wird es doch gehen, oder? War mir ein Vergnügen. $40.000 für uns, das klingt doch sehr gut, muss ich sagen. Nichts gegen 40.000 einzuwenden. Und ich würde sagen, wir legen direkt wieder los und schauen mal, was es noch so für ihn zu tun gibt hier. Das Kenji-Komplott. Nothing drives down real estate prices like a good old-fashioned gang war. Apart from an outbreak of plague. But that might be going too far in this case.
I've noticed the Yakuza and the Colombians are far from friends. Let's capitalize on this business opportunity. I want you to kill the Yakuza Wakagashira, Kenji Kassen. Kenji is attending a meeting at the top of the multi-story car park in Newport. Get a cartel gang car and eliminate him. The Yakuza must blame the cartel for this declaration of war. Oho! Kenji soll also aus dem Weg geschafft werden. Clown verstormt einen Wagen der kolumbianischen Gang. Ja! Ich nehme gleich den hier, würde ich sagen. Gut, dass ich den noch aufgehoben habe. Fahre jetzt zu dem Parkhaus in Newport und ziehe Kenji aus dem Verkehr. Na, das ist doch eine witzige Wendung. Ich meine, so sympathisch war Kenji jetzt auch nicht. Aber eigentlich habe ich ganz gern für die Yakuza gearbeitet. Tut mir jetzt ein bisschen leid, dass ich Kenji da aus dem Verkehr ziehen muss. Aber wir sind eben ein gewissenloser Söldner. Das kann man nicht anders sagen. Und dementsprechend arbeiten wir für den, der uns Geld bietet, nicht? Sorry, Kenji. Du bist auf der falschen Seite diesmal. Okay. Schauen wir mal. Da drüben ist eine Auffahrt. Probieren wir die doch mal. Reicht's, wenn ich ihn über den Haufen fahre? Oder muss ich aussteigen und schießen? Das würde ja keinen Sinn machen. Dann würde man ja sehen, dass ich kein Kolumbianer bin. Ach Gott, ich liebe solche Auffahrten. So, sind wir denn dann oben? Ja, sehr schön. Da ist er. Oho. Das sind ein paar. Ich glaube, wir werden doch nicht umhinkommen, ein bisschen zu schießen. Okay, wir dürfen noch nicht aussteigen. So viel dazu. Wir müssen tatsächlich im Auto bleiben und die Sache erledigen. Gut zu wissen. Hatten die darauf hingewiesen, dass man nicht aussteigen darf? Ich weiß es nicht. Aber bei so vielen Leuten... naja, wenn ihr meint... Ich kann mir gerade nicht so richtig vorstellen, wie ich es schaffen soll, mit dem Wagen da unbescholten durchzukommen bis zu Kenji. Angesichts der Tatsache, dass die Autos hier so schnell explodieren. Naja gut, aber ich meine, es muss ja funktionieren, es muss ja gehen. Die Mission ist ja darauf ausgelegt. Also nochmal schnell zu Mr. Love zurück. Und dann nehmen wir das Ganze nochmal an. Ist ja nichts verloren. Nichts passiert. Unser Wagen sollte auch noch unbeschadet sein eigentlich, würde ich denken. Ich kann mich zumindest nicht erinnern, irgendwelchen Schaden kassiert zu haben. Wahrscheinlich hat er weniger Schaden, als wenn ich jetzt einen auf der Straße klauen würde, weil die Leute, denen ich das Auto klaue, dann noch drauf schießen würden. Okay, die Windschutzscheibe sieht schon nicht mehr so gut aus. Das gebe ich zu. Gut, versuchen wir mal zwei. Diesmal wissen wir müssen im Auto bleiben. Gut, wir können natürlich Drive-Bys machen, aber trotzdem wird die Karre beschossen, in der wir sitzen. Ich glaube, die beste Variante ist, wir preschen einfach durch mit der Karre und rotzen ihn um, fahren ihn einfach über den Haufen, da hat sich das Ganze erledigt. Ach, arme Asuka wird ihren Bruder verlieren. Tja. Er wird sie sich zum Trost wohl erstmal mit Maria rumtreiben müssen. Oh, nicht gegen die Säule fahren. Oh Gott, der Wendekreis von dem Ding ist so schrecklich. Ah, dieses Auto ist nicht für solche Wege gemacht. Guten Tag. Gibt es eigentlich noch eine Auffahrt? Gibt es. Aber ich glaube, es ist egal, welche wir nehmen, oder? Ja, ich glaube, es macht keinen sonderlichen Unterschied. Da können wir auch gleich hier hochfahren. Ich glaube, das ist komplett symmetrisch aufgebaut. Hey! So, Auftrag erledigt. Verschwinde aus Newport und dann weg mit dem Wagen. Ich muss erstmal hier runterkommen. Okay, ich hätte da, glaube ich, gerade springen können, aber naja.
Nehmen wir doch die zivilisierte. Den zivilisierten Weg. Wenn ich es denn schaffe, hier runterzufahren. Meine Güte. Gut, Kenji hat nicht sonderlich viel ausgehalten. Das dachte ich mir fast. Und wie es aussieht, werde ich... Ups, was war das denn? Werde ich auch nicht großartig verfolgt? Okay. Jetzt lass den Wagen stehen. Gut, machen wir. Job erledigt, $30.000 gewonnen. Und ich setze mich einfach wieder rein. So. Kenji ist aus dem Weg gezogen. Das war eine schnelle Nummer und ich befürchte, jetzt werden die Yakuza-Mitglieder nicht mehr so gut auf uns zu sprechen sein. Gut, speichern wir erstmal kurz. Und legen dann wieder los. Erneut für Donald Love. Donald? Ich glaube, es gibt einen Donald Love. Irgendwie kommt es mir gerade so wieder in den Kopf. Also hat er von Love irgendwo mal gesagt? Nee, stand glaube ich unten im Dings, deswegen Mr. Love. Und ich glaube, es gab einen Donald Love. Ich dachte zwar eigentlich, dass er bei Vice City gewesen wäre, aber vielleicht war das auch ein anderer. Aber es gibt einen Donald Love und D spricht ja auch dafür. Ich vermute mal, er ist Donald Love, ja. Also ich habe da so irgendwo in meinem Kopf das so hängen, dass es einen gab.